Drück mal runter am besten. Okay. Ja, komm, runter. Oh! Oh, Schloss ist besser. Na toll. Moin Leute, ich habe ja gestern mit dem Truppe von Let's Bastel diesen Tisch gebaut, habe den hier hingefahren und jetzt baue ich den bei mir im Wohnzimmer auf, weil nirgendwo anders ist da Platz oder ich krieg den nicht da reingetragen. Ich baue jetzt das hier bei mir oben im Wohnzimmer auf und dann kommt die Platte da drauf und dann wird die bearbeitet. Und für so eine schwere Tischplatte muss ich einen schweren Jungen haben. Ha! Dennis, Junge, warte, hör auf, immer zu hauen, Junge. Pass auf, wir tragen die jetzt rein, ne? Ja. Die ist relativ schwer ausgerechnet, habe ich mal bei, ich glaube, 45 mal, also 45 dick und 1,10 Meter, die ist jetzt nur 1,180 Meter, also wird ca. 150 Kilo wiegen. Ja, dann raus damit. Kriegen wir das hin? Ja, ja, ne, locker. So packen, wenn man die Eimer hat, wenn man das Eimer hat, geht das. Brauchen wir keine Sackkarre. So, Mike, weißt du, was das Ding ist? Was denn? Du musst auf jeden Fall aus den Beinen und aus der Hüfte rausheben, ne? Echt? Weil sonst, wenn du so machst, ding, ja. Dann hast du auf einmal einen. Hast du auf einmal einen sitzen. Ach ey, Dennis, hier. Einer war da, wo wir in Wuppertal renoviert haben, eine Wohnung, ja. Und hat für dich eine Packung Handschuhe mitgebracht. Ich hab die jetzt leider nicht hier, bedankt dich einmal. Hat extra für dich, der hat mir gesagt, für deinen Bruder eine Packung Handschuhe. Danke. Geiler Typ, Mann. Aber coole Handschuhe, echt. Ja. So, warte. Jetzt? Direkt als erstes, wo der zu mir kam, hast du gesagt, hier für deinen Bruder eine Packung Handschuhe. Echt? Ey, da bin ich so froh, dass die Leute an mich denken. Weißt du, du ja nicht. Weißt du, du sagst nicht mal Hallo. Ey, weil da eine Tischplatte rausgefallen. So. Ja, was soll ich machen, Alter? Muss weitergehen. So, Dennis. Ja, wir ziehen die jetzt erstmal nach vorne. Ziehen. Ja. Also kann man die hochheben, ja? Ja, pack mal ein bisschen. Zieh einfach. Das ist ja nicht schlecht. Das ist die Unterseite, das ist die Oberseite. Warte. Bis hier zur Hälfte. Jetzt heb mal hoch ein bisschen, oder ich heb mal hoch. Drück mal runter am besten. Ja, drück mal hoch. Ich heb hoch. Ne, damit ich hier drunter packen kann. Ja, komm. Runter. Oh, Dennis, Junge. Nimm mal rein. Schon ganz schön. Ja, du hast es gebaut. Den Jungen hier weg. Ach, du brauchst Dinge mal. So. Ich muss auf jeden Fall noch so Dinge haben, jetzt kann. Du bist so ein Pisser, hier, meine Schwester. Du bist so ein Pisser, ja. Ehrlich. So. Ja, aber was machst du da jetzt? Ich mag, dass das nicht mehr wacke. Mach das nicht mehr wacke. Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ja. Also, willst du das jetzt noch abschleifen, behandeln und dann irgendwie veredeln oder so? Veredeln. Was weiß ich, wie man das nennt? Ich bin noch nicht vom Fach. Junge, ist das Ding schwer, Alter. Ich mach da einfach so irgendwie so ein Öl. Keine Ahnung. Es wird cool, den fertig zu machen, Alter. Hier, denn da kommen, guck mal, diese Dinger da rein. Damit dieser Riss nicht weiter aufgeht, dann mach ich noch eins so hier hin und eins hier hin. Und das lässt dann voll laufen? Auch. Eins noch hier hin. Ne, ja, das mach ich mit so Holz, mit schwarzem Holzspachtel da fertig. Und hier ist auch eins. Hier kommt auch noch eins hin. Cooler Tisch, wenn er fertig ist. Und guck mal, dann sieht die Oberfläche so aus wie da oben das. Und dann mit diesem Licht hier, mit diesem schönen Dingslicht, das wird schon cool aussehen, Mann. Ohne Quatsch, eine Sekunde, guck mal hier. Oh. Ja, noch kann man da gar nichts erkennen. Na klar, guck mal, kann man schon was erkennen. Voll der geile Tisch, Alter. Ja, Dennis, Ein Schlunz bist du. Ein Schlunz? Ja. Was heißt das, Schlunz? Das kann ich nicht übersetzen, muss im Duden nachschlagen. Steht wahrscheinlich auch nicht drin. Ein Schlunz. Da werden noch deine Enkelkinder dran essen. An dieser Tafel. Ja, hoffentlich, Alter, ne? Wenn da kein Wurm reingeht oder sowas. Wir sehen uns. So, pass auf. Kein Wurm rein.
weiß ich. So, jetzt gucken wir mal, wenn die Fräse kommt, fräse ich diese Dinger raus. Wenn ich Glück habe, dann kriegen wir das hin, dass mein Bruder mir dabei hilft. Ne, dann wird das auch. Nee, das ist zu viel, Alter. Das sieht, guck mal, das sieht scheiße aus, Junge. Ja. Oder? Nee, finde ich nicht. Finde ich, sieht gut aus. Mach mal so. Den müssen wir uns aufbewahren, falls wir irgendwo Blödsinn machen oder was. Und dann fräsen wir diese Dinger da rein. Ich freue mich da übelst drauf. Ich habe jetzt eine Oberfräse bestellt, weil ich hatte nie eine und ich wollte immer eine haben. Wann willst du das machen? Irgendwann nächste Woche, aber wird schwer, muss ich gucken. Scheiße. Boah, ich lasse es besser. Na toll. Boah, die sind ja übelst am Ende. Ja, Mike, komm jetzt. Ja. Mach fertig. Anna. Noah, guck dir das an. Guck dir das an. Das guck dir das an, Junge. Hier. Oh. Nur, wo hab ich das Messer hingetan? Da! Da liegt es! Wie wärst du ab hier? Nee. Doch. Zack! Boah, Noah! Guck dir das an, Junge! Das ist der erste. Jede Menge Sachen, wo ich gar nicht weiß, wofür die sind. War gut verpackt, das ist gut für mich, weil ich halte normalerweise nie Ordnung. Aber so ein Köfferchen hier muss man ein bisschen Ordnung haben. Ich hab echt keine Ahnung, wirklich null Ahnung, wofür das alles ist. Auto! Ganzen Tag immer nur Auto! So sieht es jetzt aus. Das erste Ding, was ich hier zu Hause gemacht habe, der Trupp hat da irgendwas von meditativer Arbeit erzählt, aber für mich ist das, boah, das Amok-Arbeit. Ich schwör's euch. Vielleicht ist das hier auch den Umständen geschuldet, weil das hier alles nicht so stabil ist, wie ich das hier gemacht habe, aber das ist Katastrophe für mich. Ne? Ich verarbeite viel lieber Metall, aber auch wenn die Umstände stimmen. Ehrlich gesagt wie Holz. Vielleicht ändert sich das, wenn ich mal unten meine Werkstatt eingerichtet habe und kann das einfach so ein bisschen, boah, machen wie ein Mensch, wie ein normaler Mensch, nicht hier so im Wohnzimmer, was geht ab, Raphael? Ja, auf jeden Fall das mal jetzt ganz kurz hier zwischendurch. Normalerweise kommen ja hier in so einen Tisch so Gratleisten mit so einer Schwalbenschwanzmut hier eingefräst aus Holz. Ich mag das aber nicht.
Ich werde hier Vierkantrohr machen, 40x40 x 3 mm Wandstärke, werde eine Stahlkonstruktion unter diesen Tisch bauen und den damit jeweils auf jeder Gradleiste, quasi 10 Schrauben, den Tisch befestigen. So habe ich mir das gedacht. Ne? So spare ich mir dieses Fräsen mit einem Schwalbenschwanzfräser und dann so eine Holzgradleiste da reinhauen, weil ich mit Holz nicht so viel Erfahrung habe wie mit Metall. Ja. Und das Ganze macht man, diese Gradleisten, um hier sowas zu vermeiden. Dass der Tisch so ein Flitzebogen wird. Jetzt geht's weiter.